Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Part GTA 4. So, ich glaube, ich habe es im letzten Part auch gesagt. Tauben. Die letzten 20, ich habe sie alle gesucht, sie waren alle relativ gut zu finden eigentlich. Was ist denn jetzt nur? Wunderprächtig. Das war die erste. Die zweite habe ich schon markiert. Die ist gleich um die Ecke. Da fahren wir dann gleich mal hin. Und machen die dann ebenfalls platt. So, mal gucken. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich die aus dem Auto raustreffen kann. Ah, doch, das dürfte gehen. So. Dann erst einmal markieren, weil ich will jetzt ja auch nicht groß noch suchen müssen. Beziehungsweise, ich möchte mich eigentlich einigermaßen beeilen, weil es doch eigentlich immer relativ lange dauert, die ganzen Tauben zu suchen, also anzufahren, also dahin zu fahren, jeweils zu den Tauben und die dann zu erledigen. Und will jetzt auch nicht immer so übertrieben lange Parts haben. Wo ich da jetzt doch auch. Ich weiß es gar nicht. War es der letzte oder der vorletzte Part, der relativ lange wieder war? Moment, wo ist denn diese Taube hier? Muss ich doch noch einmal kurz gucken. Warte mal, die müsste eigentlich da hinten drinne sein. Oh ne, warte mal, da ist sie doch. Moment, die haben wir. Gleich. Ach, wisst ihr was? Ich steige einfach aus. So. Und ab wieder ins Auto. Und natürlich markieren. Hier. Nee. Moment. Jetzt muss ich kurz hier. Na. Ich möchte da lang. Gut. Also bei der Suche bin ich da durch diese. Da diesen Schotterweg da. Autsch. Scheiße. Jetzt habe ich mein Auto demoliert. Durch diesen Schotterweg da gefahren. Aber da kommt man nicht da raus, wo die Taube ist. Und da muss ich dann noch eine Treppe hochlaufen. Und so ging das dann. Geht das jetzt dann besser? Da ist nämlich direkt. Oben sind wir nämlich direkt oben, wo auch die Taube ist, und da ist sie. Ja, ich brauche keinen Hotdog. Kannst behalten. So, ich mach vorsichtshalber. Ach Gott, Escape. Dann kann ich es auch gleich markieren, eigentlich. Gut, die ist da und die nächste da. Gut, da und dann ist da noch eine. Okay. Gut, ich muss dann eh zurück. Oder? Ja, oder nee. Moment. Ich glaube, das mache ich jetzt in der Tat. Ich hole mir jetzt erst die hier. Kleine Abweichung vom Plan. So. Da habe ich relativ schnell eigentlich gerafft, wo die Taube ist. Ich habe jetzt bloß. Also bei den ersten 10 Tauben habe ich überhaupt nicht das Bild, was es ja zu jeder Taube auch noch gibt, zu Hilfe nehmen müssen. Direkt eigentlich gleich gerafft, wo die Taube ist. Ja. Ob man die von hier aus treffen? Nein, natürlich nicht. Gut, jetzt sind natürlich auch die Bullen alarmiert. Naja. Wayne. Ach ja. Habt ihr das? Nein, 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 nein. Ja, nein, ich glaube, euch brennt der Kittel. Komm. Nico, hau einfach ab. Ja. Alter. Moment mal. Normalerweise kriegt man doch einen zweiten Stern, wenn man sich der Verhaftung widersetzt. Warum habe ich hier jetzt keinen zweiten Stern gekriegt? Also, ich finde es klasse, dass ich jetzt keinen habe, aber. Ich weiß halt nicht so ganz warum. Was jetzt halt nur blöd ist, Moment. Die Frage ist jetzt, wo genau ist da die Taube? Okay, wenn ich mir das so betrachte,
Dann ist sie auf der anderen Straßenseite. Ja. Aber wo? Ah, hier. So, schnell weg, schnell weg, schnell weg. So. Und gleich markieren. Ja, jetzt habe ich übrigens meinen zweiten Stern. Ja, so schnell kann es gehen. Gut, das war jetzt diese hier. Und wir müssen jetzt nach da irgendwo. Genauer gesagt. Puh, 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 puh. Ja, hier hin. Und. Okay. Also ich wäre jetzt da rechts abgebogen. Und. Obwohl, da rechts ist ein Bulle. Fahre ich vielleicht doch einfach geradeaus. Da kommt ihr Bullen, baut mal irgendwo einen Crash, fahrt mal irgendwo gegen, sodass ihr mir nicht mehr nachkommt. Und ich habe so das Gefühl, dass ich die jetzt nicht mehr loskriege hier so einfach. Weil es halt einfach Drecksäcke sind, ne? Kann man halt machen, nix. So, ich fahre jetzt einfach hier durch, so. Scheiß auf die Bullen. Und ja, das war eigentlich auch relativ gut. Hm, ich glaube, ich fahre noch mal kurz ein Stückchen hier drüber hinaus. Einfach, um die Bullen loszuwerden. Hier habe ich auch mal was gesucht. Waren da nicht auch mal Tauben? Ich weiß gar nicht. Oder oder eine mal. So, komm. Weg mit euch. So, ist fein. So, dann haben wir mal... Machen wir mal schnell hier die beiden Tauben. Und zwar... Na, komm. Hier eine. Und natürlich, da ist ein Korb. Und hier eine. Okay. Ich fahre mal kurz ein Stück. Gut, ich hoffe mal, ich werde jetzt hier nicht aus dem Auto gezogen. Immerhin sitze ich ja drin. Gut, das war die, dann hätte man hier eine. Markiere ich denn das am besten? Na, komm. Hier so. Gut. Alter Verwalter, ich dachte eben, der rammt mich und gibt dem anderen die Gelegenheit, mich aus dem Auto zu ziehen. Aber Gott sei Dank nicht. Holla, die Waldfee. Waldfee, Waldfee, Waldfee. Taube, Taube, Taube. Die möchte ich echt gerne mitnehmen. Ganz ohne groß drauf zu achten. So. Das war Nummer 89. 189 natürlich. Und Nummer 90 ist hier. Hm. Oh, da wäre es vielleicht echt eine ganz coole Sache, diesen Umweg auch zu fahren, obwohl das halt einfach echt zu viel ist. Ein Riesenumweg. Aber es wäre eigentlich auch ganz geil, mal die Bullen wieder so richtig loszuwerden. Andererseits... Hm. Ja, chillt doch mal. Chillt doch einfach, ihr Wichser. So, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wunderprächtig. Gut, die Bullen, die können mich mal. So, es sind nur noch 10 Tauben übrig. Und, oh, weia. Hm. Die nächste Taube wäre hier. Aber ich glaube in der Tat, dass ich jetzt mal ein bisschen Umweg fahre. Und gucke, dass ich mal die Sterne hier wieder loswerde. Lasst mich doch mal raus. Danke. Vielen herzlichen Dank, sehr zuvorkommend. Ja. Mache ich doch hier perfekt, ne? Probier's mal hier lang. Na, ich fahre jetzt hier nicht zu dem Pain Spray.
Aber ich fahre dahinter zu meiner Markierung. Vielleicht noch mit einem Umweg, oder? Nö, ich fahre mal direkt. So, die sind alle eh nicht in meiner Richtung unterwegs. So, das könnte eigentlich klappen, wenn ich da ankomme. Also ich komme da jetzt gleich an. Gut. So, Bullen sind weg. Das ist sehr gut. Dann gucken wir jetzt mal kurz. Die Taube ist da drüben auf diesem Lüftungsschacht. Alter. Und direkt hat mich wieder ein Bulle auf dem Kieker. Das gibt's doch nicht. Die sind jetzt hier gerade echt sowas von verteufelt scharf auf mich. Na, du lässt mich mal schön in Ruhe, mein Bester. Gut, ich fahr da oben lang. Bin jetzt eh schon die halbe Strecke da hochgefahren, dann passt das. Meine Fresse, wenn die Bullen einmal einen auf dem Kieker haben, dann kommen sie aber auch andauernd. Oh, und Sabre GT. Aber ich bleibe jetzt hier mal bei meinem Sentinel. Haben wir den ja extra an die Garage gestellt. Ah ja, ich weiß schon, was ich hier machen muss. Da habe ich kurz mal geschaut, habe ich auch so eine Ahnung gehabt, dass das Ding auf dem Dach ist und habe mir das Bild mal kurz angeguckt. Ich glaube, das war... War das die erste? Mal gucken, ob ich die von hier aus schon sehe. Tatsache. So. Gut, jetzt haben wir mal keine Sterne bekommen. Das war jetzt irgendwie... Ja, einfach kein Bulle in der Nähe. Gut. Nächste Taube. Weil ich das übrigens von der Zählung hier habe, aber das ist eigentlich egal. Und das kann euch eigentlich auch egal sein. Hauptsache ist ja eigentlich... Ja, guck mal da, der fährt einfach mal hier eine Frau um, ne? Aber warum läuft der auf der Gas rum? Fragt sich natürlich auch. So, die Taube hockt da auf diesem Mäuerchen irgendwo. Dahin. Gut. Oh Mann, ey. Und schon wieder Stern. So, die nächste ist da oben. Und da fahre ich direkt auf den nächsten Bullen zu. Ja, prima. Okay, ich glaube, der zweite Stern ist mir mal wieder sicher. Oh, der fährt weg. Ah, er dreht natürlich, oder? So ein Hurensohn. So ein Hurensohn, ganz ehrlich. Hurensohn vom Feinsten. Aber... Der kann mich mal. Der kann mich mal gern haben. Von mir aus auch am Arsch lecken. Von mir aus auch im Arsch. Obwohl, naja, vielleicht doch besser nicht. Auf solche Spielchen stehe ich eigentlich eher weniger. So, mal gucken. Was hier die ganze Zeit so viel Sabres rumfahren, Mensch. So, fahren wir mal schnell ein Stückchen weg hier. So, die nächste ist gleich auch schon um die Ecke. Und zwar hier. Mal gucken. In die falsche Richtung fahren. Ist natürlich typisch. Wenn man schon mal ein Stückchen losfährt, na dann natürlich gleich in die falsche Richtung. Ja. Ah, sorry. Diese Stelle übrigens, ja, wie soll ich sagen? Die könnt ihr euch schon mal merken. Also die ist mir noch, ja, bekannt. Weil zum einen habe ich an dieser Stelle selbst schon nochmal so ein bisschen gezockt. Und andererseits habe ich es natürlich auch schon gesehen. Als Let's Play.
Aber mehr will ich da jetzt nicht zu sagen. Ich denke mal, die meisten wissen, was da ist und was da kommt. Und was hier noch passieren wird an diesem komischen alten Lagerhaus, das auch relativ verfallen aussieht. Wenn ich das mal so sagen darf. Allerdings andererseits auch ganz hübsch. Casino. Da ist ein Casino drin. Okay. Es sieht aber insgesamt eher weniger nach Betrieb aus, dass da irgendwas noch passieren täte, sondern eher wie ziemlich stillgelegt aus und brach liegend. Mal gucken, ob man hier nicht einfach ein bisschen abkürzen. So, ein bisschen driften. Ein guter Drift am Morgen. Oder von mir aus auch am helllichten Nachmittag. Ja, müsste jetzt nur irgendwie die Taube auch mal. Die muss doch da sein. Moment. Ja, ich sollte dann vielleicht auch direkt dann zur Markierung hinfahren, ne? Und nicht vorher schon stehen bleiben. Gut, was mit so mit Sternchen angeht, läuft es doch eigentlich relativ gut. So, was haben wir dann noch? Insgesamt dürften es jetzt noch genau 4 Stück sein. Eine wäre hier. So, ich glaube, ich fahre doch lieber mal nicht die Klippe runter, sondern nehme den Weg. Darf ja ab und zu auch mal sein, ab und zu darf man auch mal ein bisschen ordentlich fahren und so. Naja, aber wenn man so betrachtet, meine Karre, obwohl, sie ist zwar schon ein bisschen demoliert, aber sie sieht im Großen und Ganzen noch ganz gut aus. So, nicht, upsa, unnötig die Bullen andatschen. Only in this country do they let blind people drive. Hier bin ich mir nicht so ganz sicher, wo das Viech nur ist. Ah, doch, 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 ich weiß es. Ich muss da hinten in den Hinterhof reinfahren, an diesem kehrenden Typen vorbei, der so schön brav seinen Hof kehrt. Und ah, da drüben ist er drauf. Gut, dann fahren wir mal schön brav wieder raus. Ja, können. Als ich gesucht habe vorhin, da hat der, bin ich so wieder raus wie eben und da war der Typ immer noch am Kehren. Das hat er, das habe ich natürlich verschreckt. Aber das ist klar. So, bevor der die Bullen hier ruft und ich am Ende noch wieder Stress krieg mit denen. Ja, ich würde mal sagen, die hier zuerst. Und dann die und dann die und dann haben wir sie. So, dann wollen wir doch auch mal Gas geben. Oh, Mann, diese ganzen vielen Sabre-GTs, die hier gerade rumfahren. Ich würde ja am liebsten mir einen schnappen. Also gerade meinen Sentinel hier stehen lassen und Sabre. Und ab geht die Post. Aber ich bleibe jetzt hier bei meinem Sentinel. Möchte ihn gerne dann nachher auch wieder vor die Tür stellen. Und ich habe das Ziel erreicht. Ja, bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Ich glaube, oder? Warte mal. Ich glaube, das Viech ist da oben. Beziehungsweise. Nee. Da unten hockt's. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Nämlich, da ist ein Bulle gleich in der Nähe. Und mit dem möchte ich mich nicht anlegen müssen, deswegen markiere ich mir direkt erstmal die nächste Taube. Und warte vielleicht noch einmal ein wenig, bevor ich hier schieße. Naja, weiß ich was. Scheiß drauf. Der ist zwar jetzt gleich pissig. Und da sind auch gleich noch ein paar andere in der Nähe. Ja. Geh doch Kaffee trinken. Lasst mich in Ruhe, Mensch. Es sind da nur Tauben, auf die ich schieße. Nächstes Mal nehme ich dann Tontauben. Vielleicht habt ihr dann. Vielleicht gefällt es euch dann besser. Vielleicht seid ihr dann nicht so pisst. Zurück, 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 zurück. Oh yeah, das war nice. Nice, nice, nice.
vorletzte Taube hier. Falsch. Vorletzte Taube hier. Oh ja, da muss ich wieder klettern. Ich glaube, aber, dass ich mein Auto mal richtig rum dahin stelle. Das, falls ich doch von da, wenn ich da oben rumballer, einen Stern krieg, dass ich den jetzt dann nicht gleich wieder, dass ich den, ja, dass ich da unten gleich richtig losfahren kann und abdüsen. So, auf geht's. Nico, mach hinne, mach schnell. Dach ist kurz. So, das Mistviech ist da drüben. Es war da drüben. Nur noch eine fliegende Ratte in Liberty City übrig. So, und die werden wir uns jetzt gleich unter den Nagel reißen. Vielleicht sollten wir sie einfach mal statt statt abzuschießen einfangen und in den Käfig sperren. Vielleicht können wir sie zur Brieftaube ausbilden. So, da brauche ich jetzt hier übrigens gar nicht groß markieren. Das Ding ist nämlich ja, straight hier. Da drüben auf so einem Dach. Das mache ich dann gleich mit dem Sniper. So, erstmal mit der Karre hier rauf. Upsa, upsa. Ja, komm. Ich möchte mit der Karre rauf. Komm, so viel Zeit, wie es muss sein. Ich hätte jetzt zwar auch aussteigen können, aber egal. Wehe, da hält mich jetzt wieder so ein scheiß Baum auf oder irgendwas. Och, come on. Okay, alle guten Dinge sind drei. So, ich wusste doch, dass das hinhaut. So, ich hätte eigentlich hier hinten hinfahren können. Ja, toll, das macht er auch noch. Komm, mach mal lieber die Karre wieder an. Es könnte nämlich sein, als letztes Mal da nämlich verhaftet wurde, da musste ich das vorher das Auto noch anmachen. Ich glaube, da war es nämlich aus, das Auto. Und ja, das war dann... Ach so, ja, ich brauche gar nicht so weit laufen. Da unten am Schild ist sie. Und... Peng! Alle kranken Tauben erledigt. Liberty City ist nun ein saubererer Ort. Erfolg freigeschaltet. Gefährdete Spezies. Yeah, juhu. Das heißt, wir haben jetzt alle 200 fucking Tauben erledigt. Und müssen das nie wieder machen. Und ich denke auch nicht, dass ich das jemals nochmal machen werde, hier alle Tauben zu erledigen. Also, dann haben wir das jetzt geschafft und was wir im nächsten Part machen, weiß ich gar nicht. Irgendwas halt. Ich würde sagen, wir fahren dann einfach mal rüber zu Ray. Beziehungsweise das mache ich jetzt gleich und wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen.